Frankfurt, logisch. Fiat Coupé mit Peter Kopp von der AGA Renngemeinschaft Allgäu genannt. Dann PD2, Peter Demade, der Mann also, der Heinrich die Vizemeisterschaft noch etwas versalzen möchte. Habe ich jetzt gerade gesagt, weiß ich. Die 42, das kann also, das klappt. Oh, und Koch Peter, er muss geflogen sein, wenn diese Zeit in Ordnung wäre. Also für den Punkt. Herzlich willkommen heißen, Frau Ursula Robens. Recht herzlich willkommen. So, die 114, 1.30.05. Ja, und die 197 ist im ersten Trainingslauf. 191, Korrektur, die 191. War das ein Stück? War nicht Stück. Aha. Die 191 ist nämlich noch gar nicht gestartet. Die 197, Oktay Kahn-Bauer, Nezi Oktay Kahn, ist von der Strecke gerutscht. Wir können nur hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist, also der Fahrer unverletzt am Fahrzeug selbst. Denn wir brauchen ihn nächstes Wochenende Schlossbergrennen. Der Materialwagen fährt hoch. Pechvogel, und deshalb drücke ich ihm also die Daumen. Und gestartet vom Hermann. Da kämpft er anfangs doch mächtig mit dem Wellen der AB Gärtner, der wohl einer der stärksten Ford-Escort hier an den Start bringt. Die 35. Landrad, jawohl. Die 21, das ist Robert Fedder,
in der Formel V 1600, also den Europa-Rundstreckenmeisterschaft gewonnen hat. Letztes Jahr, Winnie, sah es also nicht ganz so gut aus. Dieses Jahr lief es also optimal. Und ich glaube, du bist vor allem die sein, dass du verpflichtet hast als Bergfahrer. Wie sind jetzt die nächsten Pläne? Ich habe da was Leute hier, dass du nächste Woche schon wieder irgendwo anders bist. Und zwar im 6. Kontinent. Ja, wir fahren nächste Woche weg, zwei Rennen in Übersee in Australien, dann eins in Neuseeland und noch eins in Japan. Für diese Saison sind aber außerhalb. An erster Stelle in Japan, aber sind 40 Punkte. Und wenn wir dann in der Weltmeisterschaft noch ein bisschen Punkte machen. Und wie sieht es dann in der Endabrechnung aus? Ich meine, irgendwo musste ja etwas zurückgesteckt werden, Weltmeister. Und ich darf mich auch bedanken, dass du dich bereit erklärt hast zum 20-jährigen Jubiläum hier am Kallenwangen bei deinem dicht gedrängten Terminkalender noch zu starten, dass du die Zeit findest, hier praktisch deinem Ausgangsclub Ich freue mich sogar, dass ich hier fahren kann, obwohl von der Aufgabenstellung her hier das wieder was ganz Neues ist. Ich muss mich also regelrecht umstellen. Auf der Rundstrecke ist es undenkbar, dass man auf den Kurs geht und gerade Vollgas gibt. Hier, das erfordert höchste Konzentration, dass man hier keinen Fehler macht, weil die Kriterien Reifentemperatur, das ist hier alles nicht gegeben. Auf der Rundstrecke bereitet man sich viel intensiver auf eine schnelle Runde vor. Das ist also hier ein neues. 165, 1, 27, 28, 228, 1, 17, 28 und die 16, 1, 13, 0, 1, die 24, 1, 10, 23 und Horst Deutsch steht am Start, muss die Maschine ausmachen. Eine Unterbrechung. Das ist über eine Sekunde schneller. Nicht ganz eine Sekunde schneller wie, so muss ich sagen, nicht ganz eine Sekunde schneller als Freddy am Weg. Freddy the King, da wird's ernst. Der Toshiba BMW M3, die Startnummer 102 mit Horst Schulz. Kann auch einem erfahrenen Piloten wie Horst Schulz passieren. Dieter Gass, die 115. Und meine Damen und Herren, der Dieter, er erhält also bei uns am Bergrennen wahrscheinlich eine Pulle Sekt, denn er ist der einzige Teilnehmer, der bereits die Reklame fährt für das Schlossbergrennen am kommenden Wochenende, wo ja Günter Romans ebenfalls Rennleiter ist. Dann Arno Schlieske. Schlossberg. Schlossberg.
liebe Zuschauer, ich darf Sie nochmals darauf hinweisen, die Sperrzone unter keinen Umständen zu betreten. Bitte beachten Sie auch die ausgeschilderten Wege, legen Sie keine neuen Trampelpfade an. Schauen Sie im Umfeld die 190, Wolfgang Schettler. Dort kommen wir, so wie Sie kommen sollten. Also wieder sagen, der kalte Paraguay. Süß, die beiden Damen. Aber konzentrieren wir uns wieder aufs Rennen, denn die 51 hat vorgezogen. Und dann vom Edelstein-Pflanzenteam nochmals wieder 219. Der Weiß. Das ist ganz klar. Dann nimmst du, dann kommst du wieder heil runter. Die 160, Günter Marschewski, früher ein erfolgreicher Slalomfahrer, wenn er im Ziel war, war er völlig schnell, wenn nicht, dann hatten die Zuschauer was zu gucken. Die 102 mit 1,23,68, 115, 1,27,39, 223, 1,24,17, 171, 1,23,40, 16,91, 51, 1,24, 219, 1,14,03. Dann wieder Frank Fischer, ebenfalls vom MSC Bietigheim. Er fährt ja die japanischen Reifen Yokohama, die im Moment in harter Konkurrenz zu den Abon-Reifen der Grugnüdel Abon Racing stehen. Der Trainingslauf total bei uns hat. Er war also effektiv zu schnell. 26, er hat früher seine Autos bei Big Tuning. Oh. Das ist also nichts. Da stimmt was nicht mit der Maschine, die ist so wie eine ausprobierte Maschine. Der Janik Suchnen, den Henrik Schaff, möchte beim einen Vorwagenrennen, beim zweiten ADAC Schlussbergrennen in Gernsbach, nämlich dort möchte er zum dritten Mal Gesamtsieger werden. Er wird
Ja, die 199. Durch den. Herr Werner Neumann, bitte umgehend zur Startnummer 25. Souverän führt mit dem Ex-Brenner-Auto, dem Auto also, das vergangenes Jahr in der Trophäe nicht zu schlagen war. Norbert Brenner verkaufte sein Wagen. Überraschung war. Siebenfache Vize-Europa-Bergmeister Herbert Stenger musste also lange kämpfen, bis er die Führung innehatte. Vergangenes Wochenende dann bei Bergrennen Unterfranken zeigte er, dass Norbert Brenner in der Wertung ja stopp, hundertprozentig festgestellt und nach dem Jahr jetzt ein Bergrennen mehr in der internationalen deutschen Bergmeisterschaft zur Wertung kommt, das heißt zwei Streichergebnisse lag also. Die halbe Miete dann schon für ihn, während Hans-Christoph Föhringer mit dem NSU-TT schon unterwegs ist. Die 100 im Ziel mit 1,21,41 und die 100 mit einem Odalex Tiga.